Burg Scharzfels, unweit von Bad Lauterberg im Harz. Seit ihrer Errichtung im 10. Jahrhundert galt sie als uneinnehmbare Festung. Bis sie im Jahr 1761 nach einer Belagerung durch französische Truppen weitgehend zerstört wurde. Nur ihre Ruinen lassen die Besucher noch heute erahnen, wie die einst imposanten Gebäude auf dem Felsen thronten. Während ihrer bewegten Geschichte hatte sich die Burg gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch stetige Umbaumaßnahmen zu einer beachtlichen Anlage entwickelt. Der gesamte Burgberg war zu damaliger Zeit aus strategischen Gründen entwaldet und diente als Anbau- und Weidefläche für die Burgbesatzung. Die Unterburg der Scharzfels war durch hohe Mauern auf der einen und den markanten Dolomitfelsen auf der anderen Seite geschützt. Dadurch war sie nur durch ein massives Burgtor erreichbar. Jeder Annäherungsversuch erfolgte unter den wachsamen Augen der Soldaten, die hoch oben auf den zwei Blockhäusern der östlichen Felstürme stationiert und mit Kanonen bewehrt waren. Angrenzend an das Torhaus befand sich das Wachhaus, an dessen westlicher Seite eine mit Kanonen bestückte, offene Bastion angrenzte und die südliche Flanke sicherte. Kurz vor der Eroberung der Scharzfels durch die französische Armee bestand die Garnison aus 290 Mann. Die durch Kriegsverletzungen nicht mehr voll einsatzfähigen und niederrangigen Soldaten waren in der großen Kaserne an der Südseite untergebracht. Die Unteroffiziere lebten in einem kleineren Sergeantenhaus, das sich an der östlichen Mauer befand. Von hier aus waren die beiden Felstürme über Leitern erreichbar. Am Fuße des Berges befand sich ein Backhaus. Noch heute ist die Rötung des Felsens darüber als eine Folge der Hitzeeinwirkung des Backofenkamins erkennbar. An der Südwestseite der Unterburg erhob sich ein Flankierungsturm, dessen zusätzliche Stellung die Unterburg auf eine beachtliche Feuerkraft von insgesamt 9 Geschützen brachte. Daneben befand sich ein Wagenhaus für das Fuhrwerk des Kommandanten. Der Scharzfels hatte einen markanten Turmanbau, der von der Unterburg bis hinauf zur Oberburg führte. Er schützte den tiefer gelegenen Brunnen der Burg. Im oberen Stockwerk befand sich ein Saal mit einer kleinen Stube. Im Dach lagen die Schlafkammern und die Zwischenebenen des Treppenhauses dienten als Lagerflächen. Über das noch heute erhaltene Wahrzeichen der Burg Scharzfels, die imposante Steintreppe, gelangte man auf den Felsen zur damaligen Oberburg. Ihr Zugang war durch ein weiteres Tor mit einer Zugbrücke gesichert, die über einen tiefen, gemauerten Fallschacht führte. Die natürlichen Höhlen des Scharzfels waren der einzige Zugang zur Oberburg und führen bis heute hinauf zum Innenhof des ehemaligen oberen Gebäudekomplexes. Die Seitenhöhlen wurden als Lagerräume und Verlies genutzt. Hoch über dem Felsen erhob sich der imposante Scharzfelser Bergfried. Er gehörte zu den ältesten Bauteilen der Burg und bestand mehr als 650 Jahre. Die eigene Kapelle des Scharzfels stand kunstvoll auf einem schmalen Felsengrat über dem oberen Burgtor. Die Glocke wurde vor der Zerstörung der Burg der Barbiser St. Petri-Kirche übereignet, wo sie heute noch läutet. Auf der Südseite des Felsens befand sich das Kommandantenhaus. Hier war die Verwaltung der Grafschaft und der Burg eingerichtet. Im Erdgeschoss befanden sich mehrere Kammern und Stuben für die Bediensteten. Im Keller war ein Brauhaus eingerichtet. Hier wurde der selbst angebaute Hopfen zu Bier verarbeitet. Am südwestlichen Hang grenzte die noch heute erhaltene offene Bastion an das Kommandantenhaus. Sie war ebenfalls mit einer Kanonenstellung versehen. Das Pagenhaus schloss die Westseite des oberen Schlosshofes ab. Es diente als Pulvermagazin und im Obergeschoss als Wohnstätte für das Dienstpersonal des Hauptgebäudes. Noch im 16. Jahrhundert diente die Oberburg den Hohensteiner Grafen als Residenz und Witwensitz. Das ältere gräfliche Haupt- und Wohngebäude der Burg, der sogenannte Palas, wurde in späteren Zeiten als Zeug- und Gefangenenhaus genutzt. Nach Erbauung des neueren herrschaftlichen Gebäudes, dem Landdrostenhaus, diente es dem Fürstentum Hannover nur noch als Staatsgefängnis.
Im Sommer lagen die Gefangenen im ungeheizten Erdgeschoss des Zeughauses. In der kalten Jahreszeit wurden sie in das östlich angrenzende und besser beheizbare Landdrostenhaus verlegt. In der Fürstenstube des Landdrostenhauses saß gegen Ende des 17. Jahrhunderts Eleonore von dem Knesebeck, eine berühmte Gefangene, die sich mit ihrem Fluchthelfer in einer nächtlichen Befreiungsaktion vom Dach des Landdrostenhauses 20 Meter tief am Nordhang des Felsens abseilte und flüchtete. Nur 64 Jahre nach der spektakulären Flucht Eleonores und nach 10-tägiger Belagerung während des Siebenjährigen Krieges übergab die Besatzung am 25. September 1761 die Burg an die Franzosen, nachdem ihnen Pulver und Munition ausgegangen waren. Die Einnahme der bis dahin als uneinnehmbar geltenden Festung löste in Paris großen Jubel aus. Jedoch wurde die Freude etwas gedämpft, als bekannt wurde, dass die Verteidiger zum großen Teil Invaliden waren, die sich der Übermacht der Belagerer so lange Zeit erfolgreich entgegenstellen konnten. Diese letzte Besatzung trug zu dem Ruf der Burg bei, mehr als 700 Jahre lang als uneinnehmbar zu gelten. Nach nur 4-tägiger Besatzung sprengten die Franzosen die Burg und zogen ab. Seither ist die Burg Scharzfels zwar nur noch eine Ruine, jedoch ist sie seit ihrem Untergang vor mehr als 250 Jahren bis heute ein beliebtes Ausflugsziel im Südharz.